Hallöchen, meine Lieben, und einen wunderschönen guten Tag, die Kitty hier, eure Handarbeitstrolli. Mit einem Zaungast, nein, eine ganz wundervolle Dame, die heute mit dabei ist. Die liebe Tati, und ich freue mich so. Hallöle, hier ist sie, Tati. Die Tati und ihre wunderschöne, zarte Raucherstimme. Ich mag das total übrigens. Ich liebe die Stimme. Ja, Also wir meine wollen. Stimme, das wusste ich nicht. Och Mann. Wollte ich ja gestern schon. Im Ursula-Modus. Wie hieß die andere? Ariel, ne? Meerjungfrau. Ariel. Habe ich früher auf Kassette gehört. Ja. Wir wollen heute starten mit unserer Medusa, ne? Ja, ich schneide hier schon fleißig die Sticker, weil, ne, ist ja ein Uralt-Kit, da muss man noch selber schneiden. So eine Scheiße. Ja, genau den Sticker. Übrigens, die Tati, wenn ihr mal winken wollt, da steht sie. Ich habe leider keinen roten Teppich gehabt, tut mir leid, aber dafür stehst du auf dem Podest. Juhu! Und sehe ich gut aus? Du siehst immer gut aus. Immer. Tati macht in allen Lagen eine gute Figur. So, genau, den Sticker. Nicht vorperforiert, dieses Wort. Das ist so schrecklich auszusprechen. Vorperforiert. Das mache ich tatsächlich auch gerade. Ich habe an der einen Seite den oberen Teil des Stickers abgezogen, damit ich die dann auch gleich gut abkriege und nicht bei jedem Anfall kriege, von wegen, ne, Du bist so clever. das Ende abfummeln. Das ist eine sehr clevere Idee. So, jetzt haben wir erstmal die Sedusa vom Rest getrennt. Und jetzt werde ich mir nämlich tatsächlich einen. Wo habe ich denn mein Bastelmesser? Mein Skalpell. Mein wunderschönes, formschönes. Da ist es. Genau das machen. Die Tati macht nicht nur eine gute Figur, die hat auch gute Einfälle. Meine Fresse da. Unglaublich. Manchmal. Unglaublich. Ich Mit verbringe die. halt viel Zeit im Hof beim Buddeln und da hat man immer gute Ideen. Ja, naja, Frischluft soll tatsächlich gut sein, habe ich mir sagen lassen. Ich habe es noch nicht ausprobiert, weil mir das immer so gesund vorkam. Für Naja. den Nachbarn immer eher ungesund, aber Ja, gut. für einen selber geht's. Die hätten sich ja benehmen können. Ist ja. Ja. Nö, ist ja halt so. Leben So. ist kein Ponyhof. So. Nee. Da hatte mal eine zum Fasching so ein Gürtel an, wo du so eine Leuchteschrift einstellen konntest. Also konntest du dir dann Sprüche da einspeichern? Ja, das war ein Spruch davon. Leben ist So, kein das Ponyhof. Leben ist kein Ponyhof. Ja. So, ach so, im Hintergrund übrigens, bei uns haben Baumaßnahmen heute angefangen. Ja, also falls ihr da mal eben einen Stemmhammer oder so hört. Also ich höre nichts. Nee, ich Aber ich glaube. bin ja eh von Haus aus taub. Ach so. Aber dafür reagierst du eigentlich ganz korrekt auf irgendwie Ansprachen. Das ist ja toll. Gut trainiert. So, ich kämpfe hier immer noch mit diesen Eulen. Auf Kleber. Die eine Seite. Ah.
Wenn die so kleine Aufkleberfitze überall kleben, ne? Das ist ja ganz herrlich. Ja. So. Ach. Gerade schneiden ist bei mir auch irgendwie gar nicht drin. Ja gut, das wird überbewertet, definitiv. Ich kann auch mal zeigen. Deinen wunderschönen oder den wunderschönen Grinch mit dem Mülleimer, den wir heute nehmen würden. Vorhin noch kurz benutzt für schönen Corona-Schnelltest für Sohnemann. Und alles gut. Nicht schwanger. Gott Gott sei sei Dank. Dank. In dem Alter muss noch nicht. Oma Käthe. Hört sich aber auch gut an, oder? Ja. Nee, hat er noch. Kann er aber noch. Ich warte ja eigentlich so auf die ersten so. Jetzt dass man mal so losstarten kann mit der ersten großen Liebe und so, aber irgendwie lässt es noch auf sich warten. Naja. Nicht schlimm. Meist immer nur Drama die ersten Male. Ja. Bis man 40 ist, alleine zu Hause hockt und von allen die Schnauze voll hat. Und dann lieber hier schön seinem Hobby frönt, als jeglichen Drama nachzujagen. So, Sticker-Legende Nummer 1 haben wir zumindest schon mal vorperforiert. Bin in der Zielgeraden von der langen. Die kurzen habe ich schon. Du hast also geschummelt und hast schon vorgearbeitet. Ich bin nur einfach schneller als du. Ach so, scheiße. Toll. Na gut, ist ja auch keine Kunst. Bin halt eine Schildkröte. Du kittest ab in einem Elizabeth Warden-System. Ich habe da ein paar von. Naja, wobei ich habe zwei Originale und drei nachgemachte. Die Originalen gibt es ja nicht mehr, wa? Also das hat die ja auch hat die ja dann eingestellt, ne? Oder? Was haben die eigentlich mal gekostet, die Originalen? Weißt du das noch? Das würde mich ja wahnsinnig interessieren. Also ich habe meine zwei tatsächlich, das habe ich dann im Nachhinein gemerkt, in einem super Sonderangebot bekommen. Da habe ich nämlich beide für 26 Euro auf Amazon gekriegt. Wow. Und als ich dann, also das war halt ein Paket, die konnte man nicht einzeln kaufen. Als ich dann gemerkt habe, ui, die sind toll, da holst du dir vielleicht noch mal welche nach, weil die zwei waren nur mit den ganz kleinen Da sind 80 Stück, oder? Containern, Behältern. 72, Ach glaube so. ich. Und ich wollte halt dann noch mal welche haben mit den verschiedenen, dass ich halt, ne, durchmixen kann, und dann sollte einer knapp 50 Euro kosten. Krass, Und wa? da habe ich gesagt, okay, ich bleibe bei meinen zwei. Ja, ich weiß, also ich habe das, ich glaube, das war damals Rachel Ray oder so, die darüber gesprochen hat, aber ja. Und dass es das Originale halt, wie gesagt, nicht mehr gibt. Naja. Ja, und dann haben sie ja in China angefangen, die zu basteln. Ja. Da kommst du ja. Dann preislich ja nicht mehr hinterher.
Aber qualitativ ist ein Unterschied zu merken. Ja, aber tatsächlich geringfügig. Vom der Elf. Ich muss eigentlich dann ein Foto einblenden, weil ich habe die nämlich nicht. Ich stehe zwar immer davor, aber irgendwie ist die Liebe zu meinen, wartet, ja, 28 Slotboxen doch sehr groß. Aber das ist wahrscheinlich, weil ich das als allererstes System genutzt habe. Sieht nicht. Ist man da so festgefressen dran. Was mir halt an denen so gefällt, ist, du kannst da wirklich variieren, ne? Wenn du jetzt, wie jetzt hier bei dem vier Beutel 310 hast, dann nimmst du die großen Container und dann kriegst du da mindestens drei von rein. Ja, und bei einigen Kids hast du ja, also gerade Diamond Art Club. Ich meine, bei einem Mandy Manzano hast du sowieso schwarz über schwarz über schwarz. Du hattest vorhin gesagt, die Artemisia hast du noch. Da ist ja sehr viel schwarz-braun. Und da sind ja auch die großen Container. Ja. Das ist natürlich schön. Da mache ich halt meistens so, dass ich dann mir für die Farbe schwarz dann zwei Container dann lasse oder manchmal auch drei. Die ich dann gleich befülle. Und jo. Dann das so mache. So, ich habe porphyrforiert. Yay, jetzt kann ich kleben. Muss Ich mal. klebe also klebst du erst alles auf die Container und schüttest dann rein, oder wie machst du das? Tatsächlich mache ich das. Also zumindest bei Diamond Art Club, weil ja die ihre Tütchen nach Gewicht und nicht nach DMC-Reihenfolge dann sortieren. Deswegen hatte ich vorhin ja schon gekriegt, die 310 haben wir vier und die 550. Also heißt, für die 310 werde ich mir drei Plätze dann freilassen und für die 550 zwei, dass ich nicht zu oft nachschütten muss. Ich mache das immer, wie sie kommen, und am Ende werde ich das dann alles in eine von den Schalen einsortieren. Nach Nummer. Ich bin ein Nummertyp. Ja, also ich musste, also die Slotboxen, die habe ich auch nach Laufnummer von 1 bis, hast du nicht gesehen. Ja. Ich meine, gut, mit den Elizabeth Warren, das ist natürlich geil, weil du kannst dann danach noch hin und her sortieren. Das geht ja bei denen hier nicht. Ja, das ist richtig. Das ist wohl wahr. Da musst du es gleich richtig machen. Ach, auch das noch. Und das mir. Naja. Deswegen bitte darauf achten. Ich glaube, die Aufkleber kannst du ein bisschen leichter ablösen, beziehungsweise wieder draufkleben, die alten. Aber die neuen vorperforierten, da musst du ja wirklich vom ersten Mal richtig treffen. Deswegen immer darauf achten, dass ihr schon gleich in die richtige Richtung eure Container aufmachen könnt. Weil wenn ihr den Sticker nochmal abmachen musst und wieder drauf, dann klebt der nicht mehr so dolle. Bis gar nicht. Düdüm. Tut Ja, so sieht es aus. So. Und ich habe schon die zweite einsortiert. so, bei mir kommt jetzt die 310. Der Klebi. Du hast ja auch diese Medizinbecher. Ja. Hast du die schon vorbeschriftet mit 1 bis 10 und dann von A bis Z oder ja. Oder das habe ich gestern nicht so ganz verstanden. Nee, die sind mit der Laufnummer vorbeschriftet. Ach Also so. 1 bis 50 zum Beispiel. Ja. Ich komme damit auch gut klar. Ich
bin immer ganz fasziniert, wenn ich bei anderen sehe, dass die das nach Farben oder Symbolen oder ich weiß nicht was sortieren. Mir reicht die Laufnummer. Ich komme da super mit klar. Ich hatte, ich weiß ja nicht, wie viele Farben das Bild hatte, weiß ich gar nicht. Dem Kleinen hatte ich ja hier die Bismarck geklebt. Und da habe ich dann dieses Vorschaubild oder diese Legende habe ich kopiert, nochmal einlaminiert und dann habe ich mir die laminierte Legende dann vor mir aufgestellt. Und dann so auch immer abgeglichen. Und habe dann auch bloß die. Nee, ich habe die DMC-Nummern aufgeschrieben auf die Container, nicht die Laufnummer. Aber ein anderes Bild habe ich tatsächlich. Hier, das ist eins von Spielzeughafen. Die haben ja einen ähnlichen Druck wie jetzt zum Beispiel Diamond Painting Deutschland mit so komischen Symbolen manchmal. Und da habe ich tatsächlich das so gemacht, erstmal von der A, also sämtliche Buchstaben sortiert. Und dann plus, minus, hast du nicht gesehen, sowas. Und dann die ganzen Pfeile. Also da habe ich nach Symbol sortiert. Weil dann wusste ich, okay, was weiß ich, ist hier so ein WLAN-Zeichen, dann muss er halt in die Telefonreihe gehen. Und da ist es. Weil wenn du so viel Farben hast, suchst du ja einen Wolf. Finde ich jetzt eigentlich nett. Bei so Ich Konfetti, weiß ich nicht. hab ganz am Anfang habe ich nach DMC, aber mit den Laufnummern komme ich tatsächlich besser klar. Und es ist auch nicht so, weil einige sagen ja immer, ja, dann musst du erst auf die Legende gucken und dann musst du auf die Container gucken und den Schritt sparen sie sich dadurch, dass sie halt, ne, die Symbole gleich auf die Dings machen. Ja, das ist vielleicht am Anfang so, aber spätestens nach dem zweiten Abschnitt, weiß ich von den meisten Symbolen, welche Nummer das ist. Aber ich habe auch ein gutes Gedächtnis und vergesse nichts. Das habt ihr jetzt gehört. Tati ist nachtragend. Benehmt euch. Sie weiß, mit einem Klappspaten umzugehen. Oh ja. Ich stelle mir deinen Garten so schön vor. So lauter Hügel. Aber es ist halt Mal auch mal was gucken. anderes, ne? Ja. Meine Katzen wollen ja auch was zum Klettern haben. Definitiv. Also eine Win-Win-Win-Situation, oder? Boah. Drei Katzen hattest du, ja, oder? Nee. Drei Katzen? Wie war das? Nee, doppelt so viele. Ach du je. Also 17. Genau. Mathe, eins sitzen. Danke. Hätte Sechs mein Katzen. Mathelehrer Herr Genauer auch gesagt, genau. Genau. Tja, manchmal klappt es. Wenn ihr euch Nicht jetzt bei mir. fragt, warum hat die so viele Katzen? Manchmal kommt man zu einer Katze wie eine Jungfrau zum Kind. Ja, komisch, ne? Tada. Und dann gucken sie einen an mit so großen Augen und dann kann man halt nicht sagen, okay, ich gehe meinen Ruf. Tja. Dann hat man den Salat.
Dann sind sie da und beschweren sich. Also falls ab und zu, du hattest gesagt, jetzt pennen sie gerade. Mal kicken. Vielleicht kriegen wir nachher noch Gesellschaft. Alles ist möglich. Vor allen Dingen, wenn sich irgendeiner anfängt zu wundern, warum redet die die ganze Zeit? Das macht sie doch sonst nie. Aber im Moment ist völlig egal. Oder die denken sich, jetzt wird sie wunderlich, ey, die fängt an, so mit sich selbst zu reden. Oha. Das beobachten wir erstmal und dann müssen wir das hier mal im Kreis besprechen. Ich sehe auch tatsächlich nur die Hälfte. Die andere Hälfte versteckt sich wahrscheinlich oben. Das ist ja dann auch gruselig, ey. Dann kannst du ja. Dunkel, hier ist die Treppe hoch, keine Ahnung. Und dann, zack, ist eine Katze da. Und springt dich an. Die springen mich nicht an. Die legen sich irgendwo hin, damit ich stolper und falle. Ach so. Also. Meine Älteste, die jetzt im Mai tatsächlich 15 Jahre alt geworden ist, Happy Birthday, Wahnsinn, krass. die gehen ja, wenn ich mich lüften gehe, kommen ja, wenn sie wach sind, kommen sie ja mit raus in den Hof. Ne? Und ich muss ja, ich habe vor der Tür habe ich 3 Stufen. Die wartet immer, bis ich auf der ersten Stufe stehe und dann rast die wie ein Tornado an mir vorbei. Eines Tages lege ich am Ende dieser Stufen mit krumme Beine auf dem Kopf und sie sitzt daneben und weiß nicht warum. Ich sag's ihr. Oder die lacht dann ganz laut. Ja. Jetzt habe ich es endlich geschafft. Ey, krass, 15 Jahre. Das ist ja schon, schon, ja. Ur-Ur-Oma. Aber schlimmer als die Kleinen. Die Olla, die Je Dolla. Oller, je Doller. Ganz genau. Genau. Naja. Ja, du kommst da jetzt aber auch noch raus. So. Ist keine extra Würste. Haben wir etwas Statik? Nee, der hat nur so komisch hinten in der Ecke gerungen. Ach so, da war Da der war so ein kleine. kleiner Knick. Der kleine Misfit. Kleinen Außenseiter. So. Was machen wir jetzt? Ich habe jetzt den fast den drei, nee, jetzt dann noch zwei Aufkleber. Da habe ich vor mir. Immer noch am Kleben. Ja. Was geht los da rein? Noch nichts. Noch nichts rein. Aber gleich, pass auf. Ja. Also ihr, ich habe das Bild schon fast fertig und du bist immer noch am Kleben. Also ich bewundere das, ja, wie einige da so wum, 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 da durchkleben. Das ist ja der Wahnsinn, ja. Aber gut. Jeder wie er mag. Ja, das ist ja auch eine Sache, wenn du arbeiten bist, dann setze dich ja nach der Arbeit nicht hin und gib ihm, sondern dann ruhst du dich ja erstmal aus und musst bisschen was zu essen machen. Hast du eigentlich ein Kind? Ja, das Kind steht ja dann da, begrüßt mich mit so einem Blick und Hunger. Hättest du auch Da, eine da, nette. da Essen einfüllen. Hättest du dann schon mal vorbereiten können. Ja.
Da bin ich dann schon wieder zu lieb. Es geht alles von deiner Zeit ab. Ja, aber von seiner auch. Was haben die Kinder heute noch an Kindheit übrig? Nicht viel. Von daher lasse ich nur seine Kindheit noch so, wie sie so ist. Na, dann lass ihn halt. Wirst schon sehen, was du davon hast. Und die Nummer 7. Korrekt. Zack. Ach, siehst du, so, ich muss noch ein Event dann quasi auf dem Discord dann anlegen. Das habe ich alles noch her nicht geschafft. Ja. Schande. Ist das schön, wenn so Steinchen ohne Statik daherkommen, ne? So, jetzt habe ich es gesagt. Pass mal auf, die nächste Tüte. Zack, springt mir ja alles umher. Aber eigentlich, das hatte ich tatsächlich nur bei, wie heißt denn das? Dreamer Design. Hast du ein Dreamer Design Kit? Tatsächlich auch schon gemacht. Aber da ist es auch nur bei den eckigen Steinen gewesen, wo die Start, also bei denen, die ich hatte. Ich weiß nicht, wie das mittlerweile ist. Also die eckigen sind es nach wie vor. Statik der Hölle. Naja. Ja. Alles halb so wild. Ohne die geht das nicht. Gott sei Dank. So diese komischen, einige machen ja diese Duftperlen darin. Da traue ich mich ja nicht. Ey. Nachher. Irgendjemand hat doch das auch mal getestet. Wer war denn das? Namen sind schlimm. Krass nicht, ne? Marlies. Ich sag's dir. Die haben gesagt, das bringt nur im ersten Moment so ein ganz bisschen was. Aber mehr als gut riechen kommt da eigentlich auch nicht raus. Na, ich hab da auch echt Panik. Also die Originalen, die schmelzen ja nicht so schnell. Aber die gibt es ja auch in günstig und da sind die ja sofort. Matschepampe, na dann hast du ja erstmal einen Scheiß. Dann rieche ich zwar alle gut, aber. So einen großen Block Steine. So, zwei AB-Farben. Man sieht es ja nicht, das rosa und das. Lilla. Ich habe bis jetzt nur eine ausgepackt. Ich habe schon die 124 und die 126. Ich habe die 136. Das schöne genau. Blau. Oh, der Blau ist geil. Ja, was ja viele Firmen zum Glück mittlerweile machen, wenn sie nicht in Zip-Beuteln verschicken, ist so ein kleines Loch in die Tüte. Ich weiß nicht, ob dir das bei den neueren Diamond Art Clubs mal aufgefallen ist. Da, diese Tier. Ich weiß jetzt nicht, ob man es sieht. Ich sehe mein Display nicht. Ach so, war da. Da bin ich. Da. Das vermeidet
die Statik schon echt ungemein. Ja. Wobei das bei Dreamer Design auch drin ist, dieses Loch. Weiß ich nicht. Oder die haben in das Loch vorher irgend so ein, ich weiß nicht, gibt das Antistatikgase? Keine Ahnung. Egal. Wir beide sind uns jedenfalls einig, dass Diamond Art Club eigentlich Top of the Pops ist. Und Definitiv. ich mag auch das Rendering. Also vielen ist ja das Rendering so zu scharf, zu kantig, zu. Aber ich mag dieses Verwaschene nicht. Also wenn ich Rätsel raten muss, was ist denn das jetzt für ein Motiv? Es ist ja auch Finde oft ich's. mal, also das ist ja dann meistens auch Computer gerendert. Ja. Gibt es ja auch verschiedene Abstufungen. Die einen machen nur Computer, die anderen machen erstmal Computer und dann noch so ein bisschen Ja. mit der Hand. Da habe ich jetzt das Gefühl, dass das Karat also macht. Weil, Und ja. die nehmen ja dann wenigstens noch so ein bisschen von dem unnötigen Konfetti raus. Weil das meiste Konfetti entsteht ja beim Computer-Rendering. Dem Computer ist es doch egal. Ja, manchmal übersteuern, also ich nenne es jetzt mal übersteuern, dann auch die Farben so innerlich, wo du dann denkst, wo, was ist denn das für eine Farbe dazwischen? Das Meer aus weiß und mittendrin ist irgendein rosaner Punkt, beziehungsweise so ein pinker Punkt oder irgendwas. Und du denkst, hä? Schön, siehst du von Weitem, bringt nichts, außer dass es hässlich ist. Ja, naja. Sie eigentlich noch Masern? Mopsi hat noch Masern. Tatsächlich. Muss ich noch. Ich hab ihn gestern auch noch nicht komplett fertig gekriegt. Ein bisschen ist noch, tatsächlich. Und dann, ja. Und dann werde ich austauschen. Doof. Aber mit auf die Fahrt wollte ich ihn jetzt nicht nehmen. Hätte ich eh nicht machen können. Beutel gebastelt. Ja, naja. Dafür habe ich Baumscheiben bemalt. Ja. Ich habe mir Mühe gegeben. Ach so, siehst du, vorhin hatte. Ach so, meine Cousine hatte gestern ja geheiratet, im Übrigen. Nochmal. Und da hatte ich ja diese Geschenk mit dem Baum, wo du dann deine Fingerabdrücke dann so darauf verewigen kannst, Namen drunter. Und da hat sie vorhin sich nochmal gemeldet. Fand sie ja total. Fand sie toll. Siehste, ich hab Ja. gesagt, das ist ein hübscher Baum. Das sah auch echt. Ich hatte bei Kick jetzt gab's Metallic Acrylfarben. Und ich wollte das nicht zu bunt haben. Habe ich immer blau, immer so ein lila Flieder Ton. Und die Farbe ist nicht so komplett opak, sondern so ein bisschen durchscheinend. Und das sieht so geil aus. Oder sah geil aus. Ich habe es natürlich nicht fotografiert, das ist ja toll, war. Aber vielleicht kriege ich noch ein Foto. Ja. Fand ich cool. Sah geil aus. Weil so kannst du, egal was du für eine Einrichtung hast, dir das immer dann irgendwo noch hinstellen oder hängen. Das steht hier noch in Sternen. Die bauen ja. Ich dachte ja, die Leute haben immer eine Kiste im Keller für Geschenke und je nachdem, welcher Besuch kommt, wird dann das Richtige rausgeholt. Das gibt es auch, ja. Ich weiß jetzt, zu welchem Typ du gehörst, wenn du das so ganz spontan ansprichst.
Ah ja. Aber immerhin, ne? Letzten Endes ist es schon eine große logistische Leistung, dann immer zu wissen, wo ist was, was musste wie und wie hat sich irgendein Verhältnis verändert, dass du dit und dit aufstellst. Ja, das ist nicht einfach. Ja, das sieht ja auch aus, die 3371. Ja, doch, im Licht sieht man den leichten Braunschimmer. Ist ja fast schwarz. Mann, Mann, Ich Mann. bin da ja eigentlich schon eine Stufe weiter. Du Ich lässt, kriege gar keinen ich wollte Besuch gerade sagen, mehr. du lässt ja sowieso keinen rennen. Dann muss ich auch nicht in den Keller rennen und irgendwelche Geschenke auspacken. Oh oh. Ja, Eine oh. Katze nähert sich von links. Hast du Kommt langsam angeschlichen. einmal schnüffeln? Hast du Washi-Tape zur Ablenkung? Ist aber tatsächlich auch eine von denen, die gerne Zeug vom Tisch kickt. Hallo Schnecke. Jetzt muss ich mal überprüfen, was ich hier mache. Das auch ja richtig abläuft. Werden. Das ist ganz wichtig. Das ist jetzt quasi meine Chance aufzuholen. Yeah. Das ist auch ein abgekartetes Spiel hier. Wurdest du mit Leckerlis bezahlt? Nur ein bisschen. Irgendwie muss man ja so seinen Platz auf der Treppe kommen. Auf dem Podest, aber du hast ja schon ein Podest, ey. Oh! Die Siehst du? Schnecke, jetzt habe ich hier den Aufkleber falsch drauf. Also Schepp zu Schepp. Schepp. Für alle, die nicht wissen, was das heißt schief. Die Hessen sagen, die Scheppen sind alle nicht gerade. Ajo. Ich habe ja eine Zeit lang in Hessen gearbeitet. Und da hatte ich eine Kundin, die kam aus dem Norden. Und dann kam ja mein Berliner Akzent nun mal. Den kannst du nicht verstellen, den kannst du nicht abstellen. Das hört sich immer an, als hättest du irgendwo dir einen Stock zu tief reingerammt, wenn du da versucht, Hochdeutsch zu reden. Und die kam dann an. Ach Gott sei Dank, endlich mal einer mit einer vernünftigen Sprache. Dich wird man mal hier nicht angenuschelt. Ja, weil Berliner ist schon, es ist eine harte Sprache, na klar. Ich bin ja damals, also ich habe ja ein paar Jahre in Hessen gewohnt und bin damals aus dem Norden nach Hessen gezogen. Und wir Norddeutschen sind ja eher so ein bisschen wortkarg, um Ja. das mal so zu umschreiben. Aber die Hessen auch. Nee, absolut nicht. Also meine Wahrnehmung war, die erzählen dir in 5 Minuten ihre ganze Lebensgeschichte. Nicht das Mikro hauen. Dann verstehst du kein Wort. Ja, das hatte ich tatsächlich immer. Da saß ein Urhesse dann bei mir und dann danach kam der Chef dann an. Und hast du ein Wort verstanden? Nö. Einfach lächeln und winken.
Aber das ist ja genau das gleiche mit den Ur-Bayern, ne? Den würde ich auch nicht verstehen, doch. Ich auch nicht. Und genauso, wenn man richtig Berliner, das ist ja bloß so ein bisschen, ne? Also richtig, richtig krassen Berliner Slang, ne? Da hätte ich wahrscheinlich auch selber da Probleme. So, jetzt werden die Tüten größer. Jetzt muss ich die am Ende so ja schon wieder zukleben. Ach so, warte mal. Ich streichel noch. Streiche mal. Katze ist noch nicht befriedigt. Ja. Das Schlimme ist ja, die kann, also gerade die kannst du ja auch nicht einfach ignorieren. Die fängt dann an, dir die Pfote ins Gesicht, also nicht zu hauen, sondern so, als wollte sie dich streicheln, um dir zu zeigen, wie das geht. Ja? Könnte ja sein, du hast es vergessen. Ja, ich meine, die kriegen ja auch mit, dass man nicht mehr so die Jüngste ist, ne? Und dann so nach dem Motto, guck mal, ich mach dir das jetzt nochmal vor. So geht das. Ja. Jetzt ist sie gerade weg. Kann aber sein, dass sie gleich wiederkommt. Die holt jetzt den Spaten, um der ganzen Sache etwas Nachdruck zu verleihen. So, übrigens, jetzt hier, wenn hier nicht mehr drin geht, dann klebe ich mir die zu. Werden hier eingetütet und dann, wenn man so braucht, kann man sie nachfüllen. Wenn man überhaupt da hinkommt, weil ich finde, bei Diamond Art Club, die haben wir eigentlich relativ viel extra. Immer. Ja, vor allen Dingen bei der 310. Ich habe ja jetzt erst vor kurzem die Harley fertig gemacht. Da habe ich wieder, also in den Containern überall noch was drin. Und ich habe noch eine ganze Tüte 310 hier rumliegen. Ja, also die da noch sind gar nicht sie. Aufgemacht hab. Da sind sie sehr generös. V wie Vendetta. So. Und da reichen dann nämlich auch die Tütchen, die dabei sind oder die dabei waren. Am Anfang war ja bei Diamond Art Club ja nicht so viel dabei an Tüten. Ups. Aber da hat es soweit gereicht. Ja, die haben ja praktisch den Umfang der Zipptüten, die dabei liegen, von Kinderhändegröße zu Männerhändegröße erweitert. Also, was da reinpasst. Genau. Ja. Ich brauche die alle gar nicht. Aber ich habe neulich erst ein paar an eine Bedürftige verschickt. Da habe ich was gelesen. Irgendwo quer im Discord. Oh. Wenn es überläuft, ist voll, wa? Ja. Können wir mal ein. Ja. Wenn wir bei Discord sind, kann ich da schon mal, darf ich da Werbung einsprühen? Ei, machen Sie. Hier könnt ihr Ihre Werbung stehen, bitte. Für meinen eigenen Discord-Server. Zu finden unter dem Kanal. Ups. Siehst du? Schon fliegen die Steine, also stimmt das. Unter den Kanalinfos. Oder auf meinem Banner. Als Shortcut sozusagen. Wer auf dem PC unterwegs ist. Genau. Und
Die Farbe kenne ich vom Wolf. So ein bräunlich, so ein Braugrau, ja. Braugraun. Graubraun. Lustig, so als professioneller YouTube-Zuschauer, ne? Wie ich ja einer bin, Ja. der ist dann so bei manchen Farben, da denkst du dann auch, guck mal, die können der gefallen und die, oh je, wenn die sehen würde, dann. Ich hatte jetzt hier gerade die 308, 388, meine ich. Da ist da so ein dunkles Petrol. Ja, wunderschön. Ich da gleich an Jule gedacht. War Jule nicht eher für die 775, so ein Minz? Nee, ich sag doch immer, sie mag Petrol. Petrol, Petrol, Petrol. Petrol ist ein Vogel. Das ist mir egal. Ja, ist lustig, ne? Also wenn wir bei Gelb angelangt sind, können wir die Sap grüßen. Der kann auch sein, dass die 775, das ist Sonja, aber das kann natürlich auch sein. Ja, die ist eher blau. Also von der Farbe her. Zustand kann ich jetzt nicht Ich beurteilen. glaube eher nicht. Ja, und wenn ich Und orange sehe, ne, haben wir hier jetzt nicht. nee, haben wir nicht. Tatsächlich. Also ich bin gespannt. Ich hab ja noch die Cynthia im petto. Ne, die mit dem orangenen Hintergrund. Aber das finde ich tatsächlich schon wieder geil, weil das so quietschig ist, ja. Aber weiß ich nicht. Das ist ein Kindheitstrauma. Ich hatte nämlich ein orangenes Klapprad. Bist du so auf den gefallen? Das auch, aber ich glaube, das war nicht der Hintergrund. Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, warum, wieso, weshalb. Du hattest ein Klapprad, ich habe einen Klappspaten. Toll, ne? Passt. Löft. Klappt ja. Klapp. Ui. Hier fliegen die Witze tief. Ja, auf uns lastet ja ein sehr, sehr hoher Druck, ne? Jetzt bin ich mal gespannt, ob die ersten überhaupt noch da sind. Ob sie Alle schon schon weg. eingeschlafen sind. Die sind ja nicht so lustig. Ich will mein Geld zurück. Ihr bitte nicht. Der Zwerg, der das einkassiert ist, der ist schon längst über alle sieben Berge. Oh, der ist so schön, ey. Die 136, der Blau, der wird geil. Und ich habe mich ja schon fast dazu entschieden. Ich hatte ja noch die anderen Steinchen, die ich mal bei Ali gekauft habe, mal Ja, rüber Käse. geguckt. Na, das sind so, also AB ist auch mit drauf, so eine Kristall AB Steinchen. Auch Glas, also das ist kein Kunststoff, das ist tatsächlich, das sind Glassteinchen. Die sind mega. Oder zumindest fühlen sie sich an wie Glas. Und da hatte ich jetzt gekickt. Das passt tatsächlich von den Farben der Schlangen. Dass ich dann das immer den Schlangenaugen anpasse. Warum nicht? Weil sonst liegen sie ja oben rum.
hatte bei Pichu im Shop noch geguckt, weil Katja diese silbernen als quadratische Steinchen, aber die habe ich nicht mehr umrund. Aber jetzt hatte ich ja auch noch diese von die anderen von Diamond Dots. Die sind oh gut. Kriegen wir. Aber bis dahin dauert es ja noch ein bisschen. Tati hat sich gemutet. Glaube ich. Oder mein Internet spinnt wieder. Aha. Ahaha. Ja, sowas kann ab und zu mal passieren, wenn ein Hamster in der Leitung ist. Verbindungsprobleme, gib uns Bescheid. Aber Internet steht noch als verfügbar. Na, mal kicken. Wartet. Wartet mal kurz. Ja. Was piepst du eigentlich die ganze Zeit? Ach, das ist halb. Ah ja, um halb gibt es immer Probleme hier bei mir. Muss mal kurz hier trennen und wieder hinzufügen. Verbinden. Mal kicken. Kicken. Da ist er wieder. Ich habe gerade schon gesagt, es ist halb gibt es immer Probleme mit Hamstern. Tja, Dofi. Würde ich nie machen. Wenn ich nicht rede, dann schlafe ich. Ja, das weiß ich nicht. Ob da alle halbe Stunde eh mal so ein Update durch die Leitung kommt oder so. Vielleicht Oder ist so ein das auch die Backup. Hamster-U-Bahn, die alle halbe Stunde fährt. Würde schön aussehen, ja, tatsächlich. So, mit O, nee, jetzt machen wir ein P, die 210. Bist du denn? Ich sehe das ja nicht. Du siehst das ja nicht, ja. Ich kann dir auch jetzt spontan kein Foto schicken, weil, ne? Schmarti besetzt. Ja, Hälfte würde ich sagen, oder? So. Also sieht ganz schön voll aus. Und die Farbe, ey, die sind so schön. Ich liebe die Farben. Also, das ist auch so geil, wenn du deinen Container so anguckst, ja. Ja, unsere Haustür klemmt bei Sonne. Ganz wunderbar. Also verbiegt sich halt. Es ist halt eine Holztür und die düllt Das sich ist doch dann in irgendeine warm. Richtung. Und dann, ja. Und dann muss man immer Trick 17, dann muss man nämlich Angel auf Angel drücken, dann funktioniert das. Bloß weil jetzt so gerade jemand so halb dran verzweifelt ist. So ist es. Nicht anders. Ajo. Hinweis echt. Wir haben eine Frage auch bekommen.
Die haben wir noch gar nicht beantwortet, nach fast einer Stunde Aufnahmezeit übrigens. Ich werde verzweifeln, bis dieses Video oben ist. Ey, Leute. Ich glaube, ich werde auch das nicht in 4K, sondern in 2K hochladen, weil sonst lädt das nach 10 Jahren noch. Also wird das ein Weihnachtsgeschenk, das Video? Ja. Wir können ja auch schon frohe Ostern wünschen für nächstes Jahr. Wer weiß, wer weiß. Happy Halloween. Stimmt, kommt ja auch noch. Ja, das könnte fast klappen. Ey. Meine Güte. Heute übrigens der 9. Mai. Nur für den Fall. Falls sich das Hochladen ein wenig verzögert. Ja. Ja, und bis das wird dann auch dauern, bis der HD dann freischaltet ist, weil der lädt ja hoch und dann verarbeitet der im Hintergrund die HD-Version. Und das dauert manchmal. Also bei längeren Videos dauert das ewig. Ich weiß auch nicht. Aber gut. Da schreibe ich es dann meistens irgendwo an die. Also da pinne ich dann meistens eine Nachricht dazu dann an, dass das eben noch nicht. Noch kein HD ist. Oder zumindest keine 4K-Auflösung. HD ist das ja schon vorher. Ab was ist das HDI? 1,4? Ja, natürlich. Egal. Egal. Genau. So, jetzt haben wir hier die zweite AB-Farbe. Zumindest bei mir. So, ich habe schon drei hier drin, siehst du? Ich mach's ja, wie die Tüten kommen. Oh, hast du mit den vollen angefangen? Dann bist du ja bald fertig, du. Wow. 154, so ein dunkle Pflaume, ist ja auch schön. Ja, du wolltest aber zu der einen Frage da kommen. Genau, ich wollte zu der Frage von Jan kommen. Und zwar hat er gefragt, wie wir zur Handarbeit gekommen sind. Na, erzähl doch mal, wie wir zur Handarbeit gekommen sind. Also wie du im Speziellen zur Handarbeit gekommen bist, das weiß ich nicht. Ich kann es dir sagen von mir. Also ich habe eigentlich schon immer irgendwas mit gemacht. Ich kann mich erinnern, dass so Puppenspielen nicht so meins war, sondern ich eher unten an Papas Werkbank war mit Hammer, Meißel, Säge und Nägeln und irgendwas zusammengezimmert habe. Und also so Handarbeit, jetzt so Häkeln, Stricken und eben Diamond Painting, das kam. Da habe ich tatsächlich, da war ich in Hessen und da wollte ich unbedingt, Stricksocken haben. So. Gut, dann clean Kete ab in den Laden. Wolle und Nadeln besorgt. Und damals ja noch keine Ahnung, YouTube und so. Also ein Buch, ein Anleitungsbuch oder Heft, weiß ich gar nicht, gekauft, besorgt oder wartet mit dabei, weiß ich jetzt gar nicht. Und dann versucht, Socken zu stricken. Und jedes Mal, bevor die Runde fast geschlossen war, sind mir sämtliche Maschen abgehauen. Ich habe dann irgendwann nach dem, keine Ahnung, wie vierten Mal, dann Rage Quit gemacht und sagte, leck mir de Bollen, hab das Zeug in der Ecke geschmissen und hab vor mich hingeschmollt. Aber irgendwann war das halt, dachte ich, hey, ich will aber diese Socken. Ich will. Und dann dachte ich, gut, wenn du das mit dem Stricken nicht hinkriegst, versuchst du das mit Häkeln.
Und dann halt eine Häkelanleitung für, also für Sockenhäkeln besorgt. Und gut, dann habe ich mir ein paar Socken gehäkelt. Was allerdings nicht sonderlich vom Tragekomfort her empfehlenswert ist. Also das drückt ja wie Sau. Also ich persönlich finde, Oh. Häkeln ist auch zu grob dafür, oder? Ja, naja, weil du halt letzten Endes, was du machst, sind ja lauter kleine Knötchen, Knötchen und Knötchen und Knötchen. Ich meine, du bist ja sowieso der Häkelspezi unter uns beiden und von uns beiden. Das bisschen Häkeln. Ja, das war ich nicht. Also Häkeln war tatsächlich immer meine Schwester, die konnte das richtig gut. Die hat dann so Spitzendeckchen und die hat auch so Pullover gehäkelt nach ja, so frei Schnauze und so. Das konnte die richtig gut. Also das habe ich immer bewundert. Die wollte es mir auch mal beibringen. Aber statt Luftmaschen, also statt immer eine ran zu häkeln, habe ich dann die Luftmaschenkette immer irgendwie, wie auch immer, aufgehäkelt. Keine Ahnung. Und das war dann für mein kleines Kinderherz frustrierend. Und dann habe ich mich wieder den Holzarbeiten zugewandt. Ja, naja. Ja, und irgendwann hat es mich dann doch geknallt. Scheiße, ich will das aber können. Und da kam dann so langsam YouTube ins Spiel. Und zwar die Strickerinnen unter uns, Stricker oder Strickerinnen unter uns, die werden das kennen oder werden sie kennen, die liebe Eliza. Ich kenne sie tatsächlich auch. Gott habe sie Oder? selig, ja. Ist super Anleitungsvideos, ne? Also mega, kriege ich im Leben nie hin. Und danach habe ich dann die ersten Socken gestrickt, ja. Und dann blieb es nicht bei Socken, also nicht nur bei ein paar, sondern hast ein paar mehr gemacht und dann entwickelte sich dazu gut. Kaufst da halt auch nicht nur so eine Industriewolle, sondern handgefärbte Wolle dann mal oder etwas teurere Industriewolle. Und dann ging das weiter zu, Mensch, könntest ja auch mal selber färben. Zu, Mensch, guck mal, die produzieren sich ihr eigenes Garn via Spinnrad. Naja, probierst du das auch mal noch? Erst mit der Handspindel. Das habe ich übrigens gelernt, wer das möchte, bei Shanti Manu. Ich hoffe, ich denke an alle. Ach, siehst du, da könnte ich mir gerade mal notieren, dass ich die Kanäle mit verlinke. Ja, die schreibe gleich auf. Ja, bei Shanti Manu, wie gesagt, erstmal mit der Handspindel geübt und um zu gucken, liegt mir das überhaupt oder wäre jetzt eine große Anschaffung eigentlich totaler Blödsinn? Weil ich meine, so ein Spinnrad, mittlerweile kostet das ja, also ist ja der Wahnsinn. Kriegst ja schon einen guten Gebrauchtwagen für. Und dachte, gut, macht auch Spaß. Kann man sich auch hinstellen. Wo steht hier so ein Spinnrad mit rum? Fasern, gut. Kann man dann auch kaufen, handfärben. Man kann sie aber auch selber kadieren, also selber Farben zurechtmischen und so. So, erstmal Shanti Manu aufschreiben. Und Eliza hatte ich. Eliza. Ja. Und irgendwann habe ich wahrscheinlich wie die meisten mal so eine Facebook-Werbung vom Diamond Painting gesehen und fand es erstmal furchtbar faszinierend, wie das so aussah. Das geriet dann erstmal in Vergessenheit und irgendwann ploppte das mal wieder auf und dann habe ich mir das erste Diamond Painting, habe ich mir nicht bei Ali, da gab es noch so eine andere
China-Seite. Wie wird nicht mehr, wo ich nicht mehr den. Wisch, Wish, genau. genau, Wish. Genau, da mal eins bestellt. Und das hat ja, ach Gott, hat das ewig gedauert. Also das hat sich über Jahre quasi hingezogen. Weil ich habe da extrem, ja, ich habe da auch keine Videos dazu gesehen. Das war wahrscheinlich der ausschlaggebende Fehler sozusagen. Weil ich habe mit diesem dämlichen Scheiß-Stift, der dabei war, gearbeitet. Und ich habe eigentlich nach den ersten paar Steinchen dann schon Krämpfe gekriegt, weil das Ding kann ich nicht festhalten, ne? Gescheit. Also nicht für lange Zeit. Und das war dann, deswegen hat sich das alles so extrem gezogen. Und das war ja dann natürlich auch kein Kleine. Das war, ich habe vorhin mal gekickt, das hatte eine Größe. Das hat das ja immer noch von 80 mal 45. Und Das das haben wir ist, gleich groß angefangen. ja, das ist für das erste. Naja, da hast du ja von Größen und irgendwas überhaupt keine Ahnung. Die hatte Bitte gefallen, also bestellst du war. Bei Ali hast du ja da dann mehrere Auswahlmöglichkeiten von Größen bei den meisten Shops, aber da hattest du das nicht. Das war halt dieses Hof oder nicht. Ja. Und ja. So kam das Kreuzstichen, ja, das Kreuzstich, das hatte ich auch so zwischendurch mal gemacht. Nähen habe ich zwischendurch mal gemacht. Also Nähmaschine oxidiert hier auch vor sich hin. Ja. So kam das. Wahnsinn. Und irgendwann der Diamond Painting kam dann wieder. Also jetzt nach meinem letzten Umzug jetzt in die Wohnung, da kam das dann wieder so neu entfacht. Ja. Sind wir alle froh drüber. Das ist aber schön. Zumindest du bist froh. Anderen sind auch alle froh. Und mit dem Klappspaten wählen. Jetzt habe ich hier die Julefarbe, die du vorhin hattest. 3808. Bitte schön. Wo ist meine Kamera da? Ja. So ist es gewesen. Wahnsinn. Und jetzt sind Sie dran. Ja. Ich mache eigentlich gar keine Handarbeiten. Ich weiß auch nicht, was ich hier mache. Warum bin ich hier? Wer sind Sie? Hallo, ich bin die Hallo. Käthe. Nee, also muss dazu sagen, mein Umfeld in der Kindheit war jetzt so grundsätzlich eher nicht auf Handarbeiten ausgerichtet. Da hat irgendwie nie jemand, also jetzt hier, keine Ahnung, wie man sich's vorstellt, ob jetzt Oma oder Mutti häkeln und stricken oder nähen oder was auch immer, das haben die alle nicht gemacht. Stimmt, war bei mir aber auch so. Außer meine Schwester. Ja. Mein Bruder hat auch eher weniger gestrickt. Komisch. Und da blieb mir eigentlich am Anfang erstmal nur die Schule. Ich bin ja so ein altes Modell, wir hatten noch Handarbeit in der Schule. Nadelarbeit. Nee, wie hieß denn das? Bei uns war das schon nicht mehr. Wir hatten noch Werken. Das hatten wir auch, aber da waren halt die Jungs drin. Also ich war noch so alt, da wurde das dann noch, ne? Die Mädchen haben Mathearbeit und die Jungs haben Werken gehabt. Kann man ja schon unter Mobbing abtun, wa? Das ist ja Ja, schrecklich. ich wurde schon früh gemobbt. Ja.
Ja, und da, ne, wurde halt alles irgendwie mal so ausprobiert, also stricken und häkeln und nähen, also ohne Nähmaschine halt mit der Hand. Ja. Ja, Oh, warte, es ist jetzt irgendwie wird hier nicht. gerade gestemmt. Also, ich glaube, du hörst es nicht, aber. Ja, ich höre tatsächlich nichts. Ja, also Entschuldigung dafür, aber ich glaube, du müsstest trotzdem noch lauter rüberkommen. Ja, also ihr strickt von Hand, nee, ihr näht von Hand. Beide von Ja, Hand. das war aber alles irgendwie in der Schule und ich fühlte mich auch nicht besonders begabt zu der Zeit und dann habe ich das halt auch alles nicht gemacht. Als ich dann in die Realschule gekommen bin, wo es dann mit den AGs losging, nachmittags, habe ich mir tatsächlich dann, habe ich da gemacht, Modellbau. Oh, cool. Makramee-Kurs hatte ich auch. Also ich habe mir schon so Sachen gesucht, wo man mit den Händen was macht. Gut. Dann habe ich irgendwann gedacht, so jetzt willst du doch mal stricken lernen. Habe mir Stricknadeln geholt und habe angefangen zu stricken. Das endete dann in einer beidseitigen Sehnenscheidenentzündung. Oh nein. Ja, da war das Stricken dann erst wieder out. Oha. Und dann habe ich tatsächlich sehr lange gar nichts gemacht. Und irgendwann ist mir in den Kopf gekommen, hier das Filet häkeln, ja, diese kleinen zierlichen Deckchen und Ja. Gardinchen und so. Ja, und da habe ich das eine ganze Weile gemacht. Dann war damit aber auch wieder Schluss. Ich weiß gar nicht, und irgendwann fing ich an, hier Amigurumis, also diese Häkelfigürchen. Ja. Mein allererstes war eine sehr unförmige Giraffe. Naja, gut, Giraffen sind ja krumm und schief. Das ist ja. Das hat mir aber tatsächlich wahnsinnigen Spaß gemacht und nach Aussagen einiger anderer kann ich das auch relativ gut. Ja, also deine Häschen sehen süß aus. Muss ich mal gucken, ob ich die einblende. Oder einblenden darf, sagen wir mal so. Ja, darfst du gern machen. Die habe ich mal zu Ostern für Arbeitskollegen. Deswegen sind es so viele. Weil jeder eins gekriegt hat. Ja. Ja. Das ist dann schon auch schon, also das ist tatsächlich, das macht meine Schwester zum Beispiel auch, das ist ja eine wahnsinnige Arbeit, ey. Wenn dann jeder Arbeitskollege ins gekriegt hat, das ist ja, Mann, Mann, Mann. Ich glaube, es waren 10. Ich bin mir jetzt gar Boah. nicht mehr so sicher. Es Und könnten auch ein, zwei. die waren ja nicht clean, also. Nö, die hatten schon so Gesamthöhe 15 cm. Das ist dann Ja. schon eine Arbeit. Aber Häkeln geht mir tatsächlich sehr schnell und fix von der Hand. Ich habe dann auch mal, also dann habe ich angefangen, da habe ich irgendwo in Facebook habe ich diese Farbverlaufsbobbles gesehen. Ja. Und die fand ich so schön, aber da kannst du halt nicht unbedingt, man kannst du auch, wenn du unbedingt willst, aber die sind für die Amigurumis nicht so unbedingt geeignet. Weil das gefachtet Garn ist, das ist dann so. Also so Ja. mehrere Fäden nebeneinander. Ja. Das ist ja nicht gezwirbelt oder wie das heißt, sondern das ist ja Genau. einzelne Fäden. Genau. Du bist zu klein, ich brauche einen größeren. Hallo. Das kann auch mehr dauern. Bitte? Hast du mich jetzt gerade Zwerg genannt? Boah. Bist du ja auch. Ja, das Bist ein stimmt. Zwerg. Das stimmt. Und dann habe ich angefangen, diese Tücher zu häkeln.
Was mir auch wahnsinnig Spaß macht. Das Problem ist nur, ich selber trage eigentlich nicht so gerne solche Tücher. Aber mit Baumwolle sind die super angenehm. Also, die Sap hat ja auch eins von die kriegt in grün, Schwarz, schwarz. grün, weiß. Weiß mit Glitzer. Küpfer. Ich glaube, da hat sie sich tatsächlich gefreut. Alter, das ist ja Kam auch so schön. rüber. Also hat sie gut geschauspielert, meinst du? Nein, ich glaube, sie hat sich wirklich. Also, das ist ja auch, gerade wenn du selber irgendwo was machst, ja, dann weißt du, wie viel Arbeit dahinter steht, ja. Und das ist ja dann nochmal eine Spur cooler. Also, ich finde geil. Weil von vielen wird manchmal da irgendwas belächelt. Und wenn die erstmal sehen, wie viel Arbeit dahinter steht. Ja, das ist, weil ich das ja, also ich sage ja immer, wenn man es kann, ist alles einfach. Ich selber Ja. empfinde Häkeln jetzt nicht als große Kunst, weil ich es halt kann. Habt ihr gehört? Hat sie ihn raushängen lassen hier. Wenn das irgendwie verständlich ist. Nee, Nee, klar. Ich bin sowieso immer so ein bisschen, also das ist so auch so eine Macke von mir. Wenn ich irgendwas kann, dann denke ich immer, ja, das ist ja nichts Besonderes, weil ich kann's ja, ne? So nach dem Motto. Da musst du das schon auch können. Das ist doch voll logisch. Genau. Wie ein Kind, was die sich die Finger, die Hände vor die Sicht hält, so du siehst mich nicht. Ja, und dann habe ich mal nach Zahlen auf Amazon geguckt, während ich so in meiner Amigurumi-Schrägstrich-Tücher-Häkelzeit war. Und da ist dann Diamond Painting aufgeploppt. Dann habe ich gedacht, okay, bestellst du mal so ein Mini-Bild. Also das war auch tatsächlich, ne? Ja. 30 mal 30 runde Steine Der Klassiker mit so mit bunten. Sonnenuntergang. Nee, das waren diese, hast du bestimmt auch schon mal gesehen. Das waren drei oder vier Katzen, komplett bunt, aber so komplett, also so comic-mäßig, so aufgeplustert. Kann das schlecht erklären. Vielleicht suche ich mal ein Foto raus und schick dir das. Ja. Dann kann ich das mal einblenden. Ja. Damit war das Thema erledigt. Tja, der Jim. Und dann habe ich tatsächlich, was sehr viele auch gemacht haben, ne, erstmal alles kreuz und quer wild bestellt, wie es mir gefiel. Habe auch viel Elend dabei erlebt. Deswegen bin ich auch so gegen eckige Acrylsteine. Muss aber auch dazu sagen, ich mache das seit 2017. Seitdem hat sich ja schon sehr viel getan. Das stimmt. Möglicherweise sind eckige Acrylsteine auch nicht mehr so schlimm, wie sie damals waren. Also kommt auch immer auf die Firma drauf an, weil je nachdem natürlich, wie viel Farbpigment du drin geben musst, verändert sich dann auch während des Prozesses natürlich auch die Größe. Also des Herstellungsprozesses. Naja. Aber das war ja, und um es mal so zu sagen, wir hatten ja damals nichts, ne? Ah, schlimm. Ja, uns ist jetzt schon scheiße. Kann man nicht anders sagen. Ja, also es
das ist schon ein krasser Unterschied zu damals, ne? Ja, Also ja, wie ja, sich ja. das alles weiterentwickelt hat, was man mittlerweile alles bepainten kann. Das stimmt. Das ganze Zubehör, weiß gar nicht, wie viel in Anführungsstrichen Jahre ich mit dem rosa Stift und dem grünen Schiffchen gepaintet habe. Schlimm. Bis da mal ansatzweise irgendwas anderes Interessantes Und Marc kam, rauskam. du hast ja die, du hast Ami-Schiffchen. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Die sind von Bella Bella, Art genau. Deco. Genau. Das sind noch die alten ohne den Schnabel. Bin ich auf Rot rum, weil ich bin ja, was Schiffchen Ja. angeht, bin ich eher der praktische Typ. Ich finde die immer alle ganz furchtbar hübsch, wenn sie geformt sind wie Tiere, Herzen oder was auch immer. Aber ich kann damit nicht arbeiten. Ja, das ist halt so, genau. Du bist der praktische Typ, da ist es. Ich habe ja dieses hier für mein Schickschiffchen. Und die Schwäne. Ja, na klar, das ist halt quadratisch praktisch gut, ist einfacher zu arbeiten. Du kannst halt schneller einfach die Steinchen nehmen. Aber da geht es halt so. Also für mich dann einfach um das Erlebnis, um den Moment dann halt. Ja. Ich bin übrigens Ja, fertig mit Einsortieren. ich auch. Ach, gucke an. Jetzt muss ich sie nur noch in Reih und Glied. Sortieren. Siehste. Da habe ich Intelligenzbolzen natürlich wieder alle übereinander gestapelt. Bin halt manchmal. Aber nur manchmal. Krieg das hier nicht mehr zu. Ich habe jetzt die Reststeine in den in das Beutelchen hier, wo das Toolkit drin ist, reingequetscht. Wollte dann nachher auch irgendwie mir ein anderes Behältnis suchen. Was für Stifte hast du jetzt? Mit denen du. Alles Mögliche. Ich habe einen Haufen Acrylstifte. Die So Klassiker, die als geil. erstes aufkamen waren. Ja, genau. Ein paar habe ich immer mal bei Diamond Art Club mitbestellt, um auf die versandkostenfreie Zone zu kommen. Nimmt man doch lieber noch einen Stift mit, bevor man Ja. dann den Versand bezahlt, ne? Wenn sie denn lieferbar waren, bei mir waren sie irgendwie immer ausverkauft. Aber gut, jetzt habe ich ja neue Stifte. Einen habe ich mir von der französischen Firma, die ich nicht aussprechen kann, geholt. C'est plus beau tour. Ja, genau. Jetzt lasse ich mal einen raushängen wieder. Das war ja Ja. der Plan, dass du das machst und nicht Ja. ich. Gott sei Dank. Ist er drauf eingegangen. Hat sie das mitgemacht. Ja. Ist auch tatsächlich mein Lieblingsstift. Da kann ich dir Ja. vielleicht auch ein Foto von schicken. Das wäre cool. Bei dem mag ich tatsächlich auch. Ich habe ja den Holzstift und der ist halt schön, weil der super leicht ist. Und Ja. weil je schwerer der ist, desto mehr Kraft musst du halt aufbringen, um den festzuhalten. Und dann, wie ich hier bei den anderen, hier von Jonas, von North Alchemist gesagt habe, der andere, der ist so lang, der fluppt halt nach hinten runter und du brauchst halt extrem viel Kraft dagegen. Und der andere, der kurze, der ist cool. Also mit dem bin ich auch bei Mopsi dabei und werde den auch dann jetzt nutzen. Der ist cool. Der Jonas hat mich übrigens auch angeschrieben. Auch voll lustig. Auf Instagram.
Sagt er, Mensch, ich habe gesehen, du hast ja ein Video gemacht. Ich habe kein Wort verstanden, aber ich danke dir recht herzlich dafür. Und dann habe ich dem erzählt, was ich da gesagt habe. Ja, voll cool. Ich Also habe kein den Wort muss man, verstanden. denke mal, im Auge behalten. Also ich habe jetzt einige von seinen neuen, weil der stellt ja die Blacks halt, wie gesagt, selber her. Ich denke, da lohnt es sich, den im Auge be zu behalten, weil die neuen Blanks, die er da herstellt mit Blumen drin und hast nicht gesehen, die sehen mega geil aus. Ja. Ja, also bei Stiften bin ich tatsächlich auch, wenn ich da mal so in Videos sehe und so, also da sind schon echt viele hübsche unterwegs. Ich habe auch hier dieses typische, ich habe diesen Fischstift da, Ja. diesen in Regenbogenfarben. Ja. Dann habe ich den Knochenstift, der Ja. war bei dem Halloween-Paket mit bei. Ja. Aber in den allermeisten Fällen benutze ich halt immer den einen, ne? Weil da auch ein Multisetzer drauf ist. Genau. Was hat die Ich bin ist ja denn? Team Multisetzer. Ja, definitiv. Was hast du für einen Lieblingsmultiaufsatz, also größentechnisch? Allermeistens nehme ich den Vierer. Manchmal überkommt es mich und dann nehme ich den Siebener, also so ganz groß werde ich auch nicht. Ich finde es ja zum Beispiel faszinierend hier bei Mrs. Coffee, wenn die da so ein Neuner oder ein Zwölfer Aufsatz und dann zum ruf. Die benutzen Ma, 15er. ach, ein 15er so, ja. Und Ja. das sieht drin in die Schale und ruf aufs Bild und ein Wahnsinn. Also, nee, so groß traue ich mich dann auch nicht. Ich glaube, ich habe so einen großen, ja, auch mal. Warte ich noch gerne, aber das bestelle ich mir nicht, definitiv nicht aus Amerika oder irgendwo. Das gibt ja diese Multi-Aufsetzer, diese 3D-gedruckten, die so leicht gewölbt sind, dass du quasi so ein bisschen über das Bild so rüberrollen kannst. Das ist schön, ich mache hier mit den Händen mit, du kannst das ja nicht sehen. Ja, aber wenigstens ihr. Also das würde mich interessieren, aber wie gesagt, das werde ich mir nicht aus Amerika bestellen, dafür ist mir das einfach Versandkosten zu hoch. Das ist irre. So, alle in Reih und Glied. Na, wenn es das nicht ist, haben wir ein Kitting abgeschafft. Guck mal. Wahnsinn. 1,5 Stunden. Ist schon irre, ne? Jetzt bin Aber. ich mal gespannt, ob die Leute das auch wirklich lustig fanden oder nach 10 Minuten schon wieder gegangen sind. Die haben jetzt zum Ende vorgespult, um zu sagen, dann, hey, sind ja tolle Farben. So. Das ist wie ein Buch lesen, wo du bloß den Buchrücken liest. Ja, Buch habe ich gelesen, das und das kommt. Geht darum. Ja, das ist halt. Du kannst nicht Ist mir auf. egal. Ist mir Ich hatte egal. Spaß. Ja. Ja, und das andere, ich meine, das ist halt immer Situationskomik, ne? Also die ganzen Kommentare und so. Oder, Ja, das Problem ist, dass wir ja dann meistens jemand anderen triezen. Oder oder uns irgendeine gegenseitig. Vorlage von jemand anderen haben. Ja. Tja. So, Hammer. Deckel drauf. Siehst du? Foto kriege Morgen ich ist von Bild dir. fertig. Morgen ist Bild fertig? Ja, deins. Meins, Da träume ich auch von. Das wäre schön. Das müssten wir jetzt auch noch. Teilst du eigentlich die Leinwand mit Washi-Tape auf? Das
habe ich mal versucht, da bin ich absolut unfähig. Ich mache den Rand mit Glück mit Washi-Tape. Meistens ist es nur der obere, weil ich mache das immer so. Ich habe ja dieses Release Paper, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Ich glaube, wir sind Die ersten zwei Reihen mache ich immer über Kopf. ja. Da mache ich Genau. dann da oben halt eine Reihe Washi-Tape hin, damit ich da nicht hängen bleibe. Und wenn ich die ersten zwei Reihen von der Größe, also ein Feld bei mir ist immer so groß wie ein Release-Paper-Teil. Ja. Und danach drehe ich das Bild um und mache dann richtig rum. Das mache ich. Der nicht gepaintete Teil hängt praktisch hier dann über den Tisch, über den Schoß. Das ist ja Genau. bei Flüssigkleber überhaupt kein Problem. Bei der Leinwand auch nicht. Also da mache ich das, also da mache ich es tatsächlich genauso, gerade bei den runden Steinen, obwohl bei den Eckchen eigentlich auch, dass ich oben anfange, also jetzt zeige ich es euch mal, also bei den grünen Schlangen jetzt quasi. Und mir die Folie in einer Reihe so runterklappe. Und dann von rechts nach links, weil ich ja Rechtshänder bin, von rechts nach links vorgehe. Dass ich nicht, wenn ich von links nach rechts gehe, dann habe ich ja immer die Hand, also, oh, ups, geschuckelt, den Handrücken im Kleber drin. Genau. Und dann, nach einer Weile, drehe ich dann ein Bild für, dann von so, dann wieder um. Genau. Ja, und dann wird es nach oben hin dann aufgerollt, also bei mir, weil ich nach hinten hin keinen Platz habe, also ich kann Ja. das nicht hinten über den Tisch hängen lassen. Ja. Da habe ich ja natürlich den Vorteil, mein Tisch ist ja ist 80 tief. Das ist ja fast, warte mal, das Bild selber ist 81 cm lang. Also das würde quasi immer genau auf den Tisch passen. Aber Ja. das, je nachdem, was hinten dann steht, wenn ich mir den Laptop dann, der, die das Laptop, siehst du, mal das nächste Problem mit der, die das Wachs. Das Wachs. Der Duden sagt das Wachs. Der Ich Duden habe sagt das. nachgeguckt. Oh. Einer, der hier mitarbeitet. Sehr schön. Ich meine, ich habe zwar selber persönlich immer das Wachs gesagt, aber das heißt ja nicht zwingend, dass es richtig ist. Also habe ich nachgeguckt. Ich glaube, das ist auch immer so Regions, so Ja. Sache immer. Das ist genau wie mir und mich. Ich hatte hier ja auch schon Diskussionen über den Schuhlöffel. Sind Schuhe anziehen, das ist kein Löffel. Ja. Schraubendreher, Schraubenzieher. Ne? Erbsen. Um das mal, um da mal weiter zu stänkern. Ja, das sind so Sachen. Ah. Aber das ist der Handwerker an mir, wo sich dann der Magen dann umdreht, wenn ich Schraubenzieher höre. Und ich denke, oh. Er zieht doch nichts. Er dreht nur. Vorzugsweise Oh, durch. So. Kabelmaschine macht Feierabend. Ach, siehst du, meiner hat vorhin schon abgeschaltet. Jo. Hammert. Hammer Ja, abgekittet. Müssen wir sind wir gucken. fertig. Sind wir fertig? Wir machen jetzt hier mal Ende Gelände und sprechen gleich noch weiter. Okay. So, also, willst du meinen Spruch sagen? Nee, weil Nee. ich bin immer fröhlich. Das sage ich dann auch jedes Mal, wenn du sagst, bleib mir fröhlich. Ja, ich habe ja keine andere Wahl. Ja, du bist so geboren, um fröhlich zu sein. Ich weiß nicht, darf ich das sagen? Warum, wieso, Ja. weshalb? Ja, ganz einfach, Gabi heißt nämlich mit Nachnamen Fröhlich. Also, tja, dü-düm.
Hörner aufrecht geht auch nicht. Ich bin Widder. Ist Ja, ein musst du Hörner mit entrollen. Ohren. Na, doof. Sag ich aber trotzdem. Bleib mir gesund, bleib mir fröhlich. Hörnchen aufrecht oder entroll sie. Mir egal. Wir sehen uns bald wieder und ich freue mich über weitere Fragen, dass wir hier nicht übereinander stolpern und uns so gar nichts mehr einfällt und bald einen Stummfilm machen müssen. Ja, da unten bitte kommentieren. Danke. Tschüss.